Herzlich willkommen. Mein Name ist Dirk Zupanzis. Ich bin Professor für Industriegütermarketing und Vertrieb an der GGS und Präsident der Hochschule und damit verantwortlich für die Strategie. Ich möchte heute mit Ihnen sprechen über das Thema Verantwortung im Verkauf und Verantwortung zum Verkaufen. Verantwortung und Verkauf sind vielleicht zwei Themen, die nicht unbedingt für jedermann leicht zusammengehen. Zu schlecht sind manche Erfahrungen mit Verkäuferinnen und Verkäufern, die zu aufdringlich sind, die zu viel Druck machen, die Produkte und Dienstleistungen verkaufen, die man vielleicht nicht unbedingt haben möchte. Und zu stark sind auch die Vorurteile und das Image, das negative Image zum Thema Verkauf im Sinne von, das sind Drückerkolonnen, das sind Klinkenputzer und so weiter. Ich glaube, dass das Thema Verkauf einen deutlichen Imagewandel erfahren muss, weil es eben wichtig ist. Und ich glaube, dass das Thema Verantwortung ein ganz gutes Vehikel dazu sein kann. Und das möchte ich gerne ein bisschen erläutern. Was heißt Verantwortung? Verantwortung heißt, ich muss mir bewusst sein, was ich mit meinen Aktivitäten auslöse und muss die Folgen meiner Aktivitäten antizipieren. Das heißt für den Verkauf, ich muss mir überlegen, was verkaufe ich, an wen, was brauchen meine Kunden und sollte nach Möglichkeit Dinge verkaufen, die tatsächlich Kundenbedürfnisse treffen, die der Kunde tatsächlich braucht. Verantwortliches Verkaufen und Verantwortung im Verkauf heißt für mich, ich muss antizipieren, was meine Kunden benötigen, muss deren Bedürfnisse kennen und sollte wirklich nur Dinge verkaufen, die der Kunde sich leisten kann und die der Kunde benötigt. Das ist für mich Verantwortung im Verkauf. Aber es gibt auch eine Verantwortung zum Verkaufen. Denn Unternehmen müssen wachsen. Unternehmen müssen Produkte und Dienstleistungen verkaufen, um Wachstum zu generieren. Und das ist natürlich etwas, was schon kritisch diskutiert wird. Also Grenzen des Wachstums ist so ein Schlagwort, was in der Wissenschaft und in der Managementliteratur, aber auch in der breiten Literatur schon häufig diskutiert wird, auch philosophisch diskutiert wird. Und natürlich gibt es Grenzen, aber die Wissenschaft zeigt, dass Unternehmen nur dann erfolgreich agieren können, wenn sie Umsatz generieren, und zwar profitablen Umsatz, wenn sie Wachstum generieren. Nur dann können sie ihrer Rolle in der Gesellschaft und in der Wirtschaft gerecht werden. Nur dann können sie Produkte und Dienstleistungen erzeugen, die Menschen benötigen. Nur dann können sie Arbeitsplätze schaffen, nur dann können sie Zulieferer für andere Unternehmen sein und so weiter und so fort. Also wirtschaftliches Wohlergehen ist für Unternehmen ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor und nur Produkte und Dienstleistungen, die tatsächlich Bedürfnisse treffen und die verkauft werden erfolgreich, erfolgreicher als die des Wettbewerbers, zählen tatsächlich. Also nur der gemachte Verkaufsabschluss zählt, nicht das, was wir uns an Produkten und Dienstleistungen überlegt haben, was wir entwickelt haben in der Forschung und Entwicklung. Deshalb argumentiere ich, dass es im Unternehmen eine Verantwortung zum Verkaufen gibt. Denn nur damit ist die Voraussetzung geschaffen, dass das Unternehmen prosperiert, dass das Unternehmen wächst und dass das Unternehmen seiner Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, gegenüber der Gesellschaft, gegenüber der Wirtschaft, Partnern gerecht werden kann. Wie macht man das? Ein Unternehmen muss tatsächlich dafür sorgen, dass Vertrieb professionell gemacht wird, dass die Mitarbeitenden mit Vertriebsaufgaben professionell ausgebildet werden und dass sie verantwortlich und verantwortungsbewusst verkaufen können. Das war das Thema Verantwortung im Verkauf. Dazu müssen Unternehmensführer das Thema Vertrieb genügend stark gewichten. Sie müssen ein Wertegerüst für das Unternehmen entwickeln, wobei es darauf ankommt, dass eben die richtigen Produkte und Dienstleistungen an die richtigen Kunden verkauft werden. Und dann haben wir in unserer Forschung eine Reihe von Erfolgsfaktoren entwickelt, die tatsächlich gute Verkäuferinnen und Verkäufer von den anderen unterscheiden. Und Verantwortung zum Verkaufen heißt eben auch, diese Erfolgsfaktoren multiplizieren. Ich möchte zwei, drei davon nennen. Zum einen stellen wir fest, dass gute Verkäuferinnen und Verkäufer doppelt so viele Kontakte bei potenziellen A-Kunden, also den profitabelsten, den potenziell profitabelsten und attraktivsten Kunden machen. Das heißt, Verkauf hängt auch zusammen mit Fleiß, hängt zusammen mit systematisch Adressen, Kontakte aufbauen und tatsächlich abarbeiten. Das Ganze geht weiter. Die guten Verkäuferinnen und Verkäufer machen 50% mehr Kontakte bei potenziellen B-Kunden und die gleiche Anzahl von Kontakte bei C-Kunden. Das Ganze hat natürlich einen unheimlichen Multiplikatoreffekt und zeigt, dass Fleiß im Vertrieb, für den erfolgreichen Vertrieb, immer noch ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Des Weiteren stellen wir fest, und damit sind wir beim Punkt 2,
dass erfolgreiche Verkäuferinnen und Verkäufer Mehrwert generieren. Sie können also dem Kunden jeweils gut argumentieren, warum die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens systematisch besser sind und Kundennutzen stiften. Und damit setzen sie höhere Preise durch, als die Wettbewerbs- und schlechteren Verkäufer das tun. Auch das ist ein spannender Aspekt. Und ein dritter Aspekt, den wir herausgefunden haben, ist, dass gute Verkäuferinnen und Verkäufer Teamplayer sind. Sie schaffen es besser, das Backoffice, Supportfunktionen im Unternehmen für sich einzunehmen und mit denen gemeinsam erfolgreich den Verkauf anzustoßen und erfolgreich abzuschließen. Das sind nur drei Faktoren und wir können noch eine Reihe von mehr Faktoren aus der Forschung ableiten. Ich wollte nur beispielhaft deutlich machen, was es bedeutet, die Verantwortung zum Verkauf wahrzunehmen, um Wachstum zu generieren. Fazit: Aus meiner Sicht muss das Thema Verkauf raus aus dieser Ecke des schlechten Images. Der Verkauf ist die Verantwortlichkeit für die Prosperität des Unternehmens, für den Erfolg des Unternehmens. Er muss positiv besetzt sein. Damit das gelingt, muss ich natürlich verantwortlich verkaufen, das heißt Produkte und Dienstleistungen verkaufen, die Kunden benötigen. Dann ist das auch nichts Anrüchiges mehr, sondern eine sehr ehrenwerte, sehr edle Aufgabe im Unternehmen. Und ich möchte Sie motivieren, zu diesem Thema einzusteigen und Ihre Vertriebsmannschaft, aber auch die anderen Mitarbeiter dazu zu motivieren, verantwortlich zu verkaufen. Bei Fragen zum Thema Vertrieb, bei Fragen zum Thema Vertriebstrainings, bei strategischen Fragestellungen, bei Beratungsbedarf stehen wir gerne mit unserem Bereich Executive Education zur Verfügung. Aber diese Themen sind natürlich auch Inhalte unserer Studiengänge. Bitte kontaktieren Sie mich oder uns als GGS. Wir helfen Ihnen gerne weiter und unterstützen Sie bei der Implementierung von verantwortlichem Verkauf.